Also für mich das Wichtigste war die ein Punkt, als ich die Weg gesucht und dann Studium gemacht. Sunnitische Quelle, schiitische Quelle, meistens aber sunnitische, weil schiitische Bücher hatte ich nicht. Und dann habe ich einige Sachen mit meiner Vernunft, zum Beispiel Geschichte, alte, ohne eine Gruppierung. Dann habe ich gesehen, dass wenn ich so festhalte, dann ich habe keine Antwort, die klare Antwort. Dann musste ich etwas dagegen also tun. Dann habe ich nach dem Studium, es waren einige Punkte. Der wichtigste Punkt war Kabbalah. Wichtigste Punkt war Kabbalah, dass ich habe gedacht, dann habe ich gedacht, dass wie konnte passieren. Dann ich habe die ganze Geschichte meiner Familie gelegt. Also zum Beispiel, das war mein Großvater, Urgroßvater. Und dann so ein Bild wollte ich malen. Dann habe ich gesehen, dass was ich von Kindheit oder verschiedene Quelle oder meistens die mündlich gelehrte Bücher habe ich Sahih Bukhari damals nie gelesen. Meistens also mündlich habe ich was gewusst. Dann habe ich gesehen, dass heutzutage mein Vernunft und Wissen es passt nicht. Also es ist kein wahrhaftig sein und damit kann ich nicht gegen Ungläubige festhalten. Also ich verstehe, dass ich bin gerecht. Das kann ich nicht, weil innerhalb uns gibt es viele Ungerechtigkeit. Aber wichtigster Punkt, meine Entscheidung war, dann habe ich angefangen, habe ich zu Allah gebetet, dass mein Wissen ist klein. Ich kann nicht alleine das schaffen, Wahrheit zu finden. Es muss eine Hilfe sein. Dann habe ich monatelang, also Ramadan war, also ein Ramadan-Monat war, habe ich entschieden, Ramadan habe ich mehr Zeit zum Beten, so jeden Tag nackt habe ich die nackt beten und geweint, gebetet, dass Allah, zeigst du ein Wunder, damit ich überzeugt werde. Also die Ibrahim a.s. sagt, zeig mal, wie du tot lebendig machst. Also wenn ein Prophet so sagt, dann darf ich auch sagen. Dann habe ich so, dann habe ich die, also ungefähr war, es ist, ich weiß nicht, Shab el-Qadr war, aber die ungefähr Ende Ramadan, dann habe ich einen Traum gesehen. Im Traum war irgendwo ich im Karbala hinter dem die Bäume, irgendwo stehe ich und da die Schlacht fällt. Und nach der Schlacht, also es war kurze, nach der Schlacht angefangen so, dass Imam Hussein a.s. da liegt, ohne Körper, im Rücken. Und ich kann genau also beschreiben die Geschichte. Und die war hinter, die hinten, wo die Bäume stehen, da war viele Zelt. Und wenn alles schon Ende, dann, ich wusste damals nicht genau, ein Junge, sehr, sehr schlank, er kommt vom Zelt raus und langsam geht zur Leiche. Und wenn er ungefähr ein paar Meter vorne gegangen vom Zelt, dann sehe ich wie Ameise, also so langsam kommt verschiedene Zelt, viele Frauen, junge, ältere, hinter ihm. Und er geht vorne und die Frauen sind hinter ihm. Und dann er geht zur Leiche, wo da Imam Hussein a.s. im Boden liegt und dann er die mit Knie da setzt und zwei Hände legt auf dem Brust und also dieser Bereich und er guckt dann hinter die Frauen, die junge Mann. Also ich später habe ich erfahren, dass war Imam, also Zainul Abidin war. Und dann er guckt hinter die, also hinten die Frauen und sagt, ein Dialog war kurz, er sagte, die Satan hat heute die Krieg, Schlacht gewonnen. Aber er war nicht so kräftig, die Hack und Battle zusammenmischen. Und dann habe ich aufgewacht. Und meine Frage war immer, die Zweifel war, die mache ich richtig, weil es gibt solche Sahaba, solche große Figur. Na, ganze Leben habe ich gehört. Ich durfte überhaupt über diese Menschen nicht erfahren. Es war tabu, verboten. Und dann habe ich die Klarheit gekommen. Dann habe ich unsere Welt dargelegt. Und die ein Maßstab von Kabbalah. Also Kabbalah ist ein Maßstab, die Kampf. Und da habe ich unsere Welt, wo ich lebe heute, dargelegt. Und habe ich dann alles klar, also für mich ist sehr klar geworden, dass wirklich es ist so, dass die ist eine Trennwand. Ist die Schlacht ist ein Trennwand endgültig,
Weil die Chaos eigentlich, wenn man Geschichte guckt, das vorne angefangen, nach dem Opat oder in der Lebezeit Rasulullah auch Ende. Ne? Aber die extrem geworden in Kabbalah. Es war keine Weg mehr weiter. Und dann habe ich entschieden, dass bleibe ich mit Imam Hussein. Alhamdulillah, ja. Und die eigentlich die Schiitentum, die als die in Iran die Revolution, damals war ich ungefähr 30 Jahre alt oder 12, 13 oder 12. Dann mein Vater hat viele Bücher von iranischer Botschaft geholt und dann er Botschaft eingeschaltet, sagt alle Literatur von Imam Khomeini oder Stadt Iran, die uns schicken und Botschaft die regelmäßig die nach Hause geschickt. Manche war Übersetzung auch. Und dann hat er, eigentlich er hat mir die Richtung gezeigt. Aber er hat gesagt immer, ich werde für dich nicht entscheiden. Du musst selber erfahren, überzeugt sein und dann du nimmst an. Und er hat gesagt, die Brüder jetzt, also nach Revolution, die zeigte, jetzt wird unsere Welt langsam enden. Hat er gesagt. Er ist tot schon 2002. Und du musst die Brüder immer, also Augen halten und studieren, was da passiert. Dann du findest deinen Weg selber. Wenn ich für dich entscheide, nutz für dich nicht. Und Alhamdulillah, ich habe die Taum als Imam Hussein also in Karbala gesehen und dann habe ich entschieden endgültig. Also war schon beide Richtungen, aber endgültig. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich keinen Zweifel mehr. Und dann habe ich im Traum meinen Vater gesehen. Ja. Also danach zwei Tage später, erstmal die habe ich entschieden, habe ich gebetet, Alhamdulillah. Und dann Vater gesehen. Er ist so glücklich, habe ich im Lebezeit nie gesehen. Weißt du, wenn die kitzelig macht, dann so Leute, er ist so wahr. Also so glücklich gesehen, habe ich nie gesehen. Dann habe ich Imam Ali Moschee gefragt, auch dort sagt, also zwei Bedeutungen gibt diese Traum. Dass entweder du hast, also entweder ihm geht gut, und oder du hast etwas getan, dass er zufrieden ist.